Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Transsibirischer Eisenbahnsimulator. Und es wird hart simuliert, ich habe einen Rückwärtsgang schon eingelegt. Wir fahren wieder raus hier aus der alten Babutze, fahren nochmal bis zu dem Dings. Wir haben jetzt ein bisschen was getauscht, ein bisschen gearbeitet und den Zug mal so ein klein bisschen aufgefrischt, mal einen neuen Stoßdämpfer reingemacht, ne? Ja, die Stoßdämpfer, die verschleißen, wenn man in den Gefahrenzonen zu schnell fährt. Ne, wir fahren jetzt erstmal hier rückwärts wieder raus. Ganz easy, um halt, das übliche Zeugs zu machen. Ich könnte mich natürlich jetzt, aber dann muss ich erst den Schlüssel, dann muss ich drüben alles freigeben und so, ne. Warum? Warum so viel Aufwand machen? Warum so viel Aufwand machen, wenn man es halt auch einfach haben kann? So. Jetzt müssen wir im Endeffekt, wo müssen wir hin? Wo ist die Weiche? Da ist die Weiche. Ja, da können wir schon bremsen. Da können wir, ja, obwohl vielleicht war es ein bisschen früh. Vielleicht war es ein bisschen früh, ich weiß es nicht. Tachometer 3736, obwohl, da rollen wir glaube ich noch drüber weg. Das blöde Fenster hier ist natürlich so eine... So. Bremsen. Weiche wieder auf gerade Basis machen. Immer die Türen wieder zu. So, guck mal, trotz fensterlos sind wir mega cool. Leute, habt ihr überhaupt schon daran gedacht, zu bewerten und zu kommentieren? Ich weiß es gar nicht. Habe ich euch überhaupt darauf angesprochen? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich es aber damit getan. Also, bitteschön. Ihr seid am Zug. Ich habe geleistet. Wenn man das so nennen kann, ne? Soda Loda. Jetzt sind wir doch wieder ganz entspannt unterwegs. Ja, man kann halt mit dem Zug nicht drehen, sonst wäre ich natürlich von der Seite rangefahren, aber bringt ja nichts, weil dann hätte ich die andere Seite als vorne, hätte ich dann ja irgendwie drehen müssen. Was ja auch nicht geht. Ne, also, es funktioniert nicht. Da brauchst du schon spezielle Konstruktionen für, um da irgendwie was zu leisten, ne. Guck mal, was ist denn das hier für ein Zug? Russisches Kokain. Vielleicht wird es dann noch wärmer, wenn wir das... Ja, guck. Wenn es das zu 1 Grad wärmer geworden. Ja. Siehst du, das ist der Beweis, dass auch ein... Also, hier ist zwar keine Scheibe mehr drin, aber... Warte mal, hä? Nee, was ist das für eine Weiche da? So, nehmen wir Geschwindigkeit mal ein bisschen raus. Phase 1 der Bremsung.
eingeleitet. Werden wir mal ein bisschen langsamer. Warum kann ich mich nur aus dem Fenster lehnen? Ja, jetzt können wir bremsen. Sollte eigentlich gehen. Plopp. Bisschen pumpen. Bisschen Service. Bisschen freigeben hier. Schwuppdiwupp. Ey. Nee, geht doch nicht. Ach, Mann. Das gestresste Leben als Eisenbahnkapitän. So. Komm, das hat doch jetzt aber gereicht. Echt jetzt? Wie weit muss ich denn? Oh Gott. So. Das muss da auch mal sein jetzt. Man muss auch mal zwischendurch ein bisschen den Druck rauslassen. So, jetzt aber. Jetzt muss das aber gehen. Ja. So, endlich. So. Jetzt, komm, machen wir es mal, weil sich Menschen das gewünscht haben. Aber wo ist dieser Schlüssel? Muss ich nicht normalerweise diesen Schlüssel rausnehmen? Hier ist ja gar nicht der Schlüssel drin. Hier ist doch normalerweise ist hier so ein Schlüssel, den man... Doch, der ist da auch drin. Der ist da auch drin. So, Kompressoren, Motorkühlung. Stromabnehmer. EV. Ja, komm, mach mal hier. So. Mach mal alles aus. Was ist das hier? Das sind die Signalanlage, Heizung. So. Kann ich, wie kriege ich denn diesen Schlüssel hier raus? Ich kriege den gar nicht da raus. Hier, normalerweise muss ich diesen Schlüssel dann rausziehen. Nee, kann ja auch nicht, sonst könnte ich ja nicht fahren. Normalerweise muss ich doch den Schlüssel dann rausziehen. Geht nicht. Kann ich nicht rausziehen. Damit ich jetzt hinten fahren könnte. Ne, guck, hier kann ich gar nichts machen. Hier kann ich klicken, wie ich will. Ich kann nicht in diese Richtung fahren. Kann hier auch nichts an- oder ausmachen. Weiß nicht, was ich da übersehe, Richtung... Rückwärts. Geht's jetzt? Muss ich die Signale erst rückwärts stellen? Nee. Ich kann das Ding hier nicht rausziehen. Normalerweise kann man das dann rausziehen. Nö.
So, Handbremse. Nö, geht auch nicht. Bremse gelöst. Ja, also geht's nicht. Wir haben es probiert, es funktioniert nicht. So, machen wir das wieder an hier. Signalanlage ein, erstes Set ein, zweites Set ein, helle Fahrerausbeleuchtung. Ist jetzt gerade erstmal nicht wichtig. Signale machen wir wieder vorwärts. Also hier wüsste ich jetzt nicht, wie es geht. Keine Ahnung. Aufmerksamkeitskontrolle machen wir an. So, Fensterheizung brauchen wir nicht. Das ist nicht... Ja. Kompressoren ein. Motorkühlung, hohe Geschwindigkeit. Stromabnehmer 1, 2. KVC an. Freigabe. BV an. BV-Freigabe. Haben wir Strom an? Ja. VU ist auch an. Jetzt fahren wir wieder nicht. Bremsleitung ist da. Hauptstrom 0, Ankerstrom 0, alles 0. Ah, wir brauchen natürlich auch Strom. KVC, BV-Freigabe. Hohe Geschwindigkeit ist ausgeschaltet. Schalten wir ein. Feldgenerator ist aus. Brauchen wir eh nicht. So, wir fahren rückwärts. Und es geht los. Ja, so, wunderbar. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Keine Ahnung, vielleicht kennt da ja jemand den Trick oder so. Muss ja auch noch irgendwie dazulernen. Ich bin jetzt auch noch nicht so lange hier in der Zugführerschaft unterwegs, dass ich sagen könnte, yo, ganz easy, ich ziehe. Aber normal kann man dann diesen Schlüssel da rausziehen an dem Seitending. Ne? Und kann dann so easy peasy mäßig unterwegs sein. Da wäre auch noch der Schrottplatz. Da wäre noch ein Schrottplatz. So, bremsen bitte. Ganz dolle. Position 1 ist okay. Gehen wir mal auf 3. Kein Bock hier wieder zu entgleisen. Lieber ein bisschen zu langsam, als die ganze Arbeit nochmal zu machen. Oleg ist da vorne auch noch. So. In einer Stunde müssen wir in Moschkowo sein. Das sollte jetzt eigentlich nicht so schwierig zu erledigen sein, ne? Wir müssen Oleg einen Geldkoffer liefern. Das kriegen wir auch hin. Guck mal, meine Verletzungen sind auch weg soweit. Oh, aber ich sehe gerade, im Durst.
Oh, Alter, wir haben das ganze Bier gesoffen. Oh, ich habe Wodka getrunken anstatt Bier. Oh nein, da ist der Durst nicht von weggegangen. Bier. Also einen kleinen Woody zwischendurch. Guck mal, bei Oleg ist auch ein Shop. Trink mal noch ein Schlückchen. Wir müssen den Durst halt wegkriegen, ne? Betrunken fahren ist nicht verboten, glaube ich zumindest. So, in einer Stunde müssen wir da sein. Das heißt, wir bringen erstmal den Koffer weg. Gehen dann zum Shop. Holen uns auf jeden Fall noch Vorräte, weil wir haben alles aufgegessen und um zu überleben. Das heißt, wir können natürlich jetzt erstmal ganz entspannt, wie die Welt das so macht. Ganz lockere Betriebsbremsung. So, gehen wir auf Service, drücken wir mal hier drauf. Ach, und wenn, dann soll's halt hupen, ne? Ey. Ich mach hier die Tür hinter mir zu, ausnahmsweise mal. Ups, mal hier aufs Gleis. So. Oleg. Ich habe Koffer. Wo ist Koffer? Я жду этот дипломат как ключ к нашему успеху. Jo, dann, bitteschön. Я надеюсь, эти деньги принесут пользу нашей организации. Ja, bestimmt. Du sag mal halt, Oleg. Sieht echt ein bisschen komisch aus. So, $50. Wir gucken natürlich erstmal in den Mülleimer hier. Vielleicht finden wir noch ein paar Gratis-Sachen drin. Ja, natürlich übertrifft das eure Erwartungen. Was? Große Leidenschaft für Tiere. Toll. Waffe und Dings. Ja, komm, wir nehmen mal ein bisschen Brokkoli mit. Hier noch ein paar Flaschen Milch. So. Ein bisschen eingekauft. Müssen wir noch von Viktor Sachen entgegennehmen? Ich habe eigentlich schon ein Messer und so, also ich könnte ihm das auch so geben oder besorgen. Naja, gut, müssen wir jetzt auch nicht zwingen. Dann ist es, wie es ist, ne? Es ist, wie es küt. So, dann ab dafür. Fahren wir los. Oder? Fahren wir los? Ah, ist noch ein bisschen schwammig alles, aber ist okay. Wir müssen halt trinken zwischendurch, ne? Geht halt nicht anders. Vielleicht können wir mit Milch dagegen wirken. Soll ich das mal ausprobieren, ob wir vielleicht Milch trinken können? Ich müsste doch super viele Milchflaschen haben. Hey, die Schrottteile. Was ist denn die Milch? Hier ist Wodka. Da ist Milch. Warte mal, wir haben ja hier noch... Der Schrottplatz ist jetzt so weit hinten. Ne, Milch macht den Durst nur weg. Ach so, man kann auch so Durst bekämpfen mit anderen Getränken. Naja. Ist das so wichtig?
Weiß halt nicht, wo Victor ist, ne? Na, guck mal, aber so langsam kommen wir auch wieder rein hier in den... In den normalen Stand der Dinge. Ja, da bin ich doch noch lange nicht angekommen hier. Da sind wir doch noch lange nicht angekommen. Das war das geheime Hubsignal. Das heißt, bist du dumm? Fährst du nur geradeaus mit Zug? Warum nicht mal links oder rechts Kurve, Idiot? Aber warum geht mein Signal eigentlich nicht? Signal nicht an? Ist das jetzt kaputt gegangen oder was? Ne, Signalanlage ist gut. Warnung, die Signalstationsvorschau möglicherweise nicht mehr verfügbar. Was, wieso denn nicht? Hä? Warum? War ich rückwärts? Nee. Muss ich hier noch irgendwas entlüften, entlüften? Licht, Projektionslicht, Heizhebel, Fahrerhausbeleuchtung dimmen. Hä? Was ist los mit meiner Anlage? Die während der Fahrt vielleicht mal kurz. Geht nichts mehr. Aber die ist doch noch komplett heile. Okay. Feldgenerator. Keine Ahnung, ich mach das jetzt so. Wird es hier irgendwie laut? Jetzt bin ich echt ein bisschen verwirrt. Ohne Signale komme ich nicht so richtig zurecht, auf lange Sicht gesehen, aber naja. Hier ist grün, wir können also fahren. Und der hat gehupt.
Die Frage ist, brauchen wir jetzt da so einen Shop oder... Eigentlich eher nicht, ne? Wenn man da einmal so komische Experimente macht. So, im Moment haben wir ja nichts zu befürchten eigentlich. Ah, klar, Stromabnehmer. Mhm. Oh, yeah. Vorbereiten zum Absenken. Absenken. Ja, ich habe hier Strom ist ein. Geschaltet. Hab ich wieder irgendeinen Knopf vergessen? Kannst nicht sagen, keine Ahnung. Fahren wir halt jetzt ohne. Piep. Sonnenblende. So, neutraler Abschnitt ist vorbei. Da hinten dürften eigentlich dann die Stromabnehmer wieder hoch, oder? Ein blaues Schild ist es ja. Kommt da hinten. Ey, eigentlich hätten wir gar keine Waffen und so kaufen müssen, ne? So, Stromabnehmer. Bum, bum. Bum, bum. Grünes Signal heißt, wir dürfen grünes Signal fahren eigentlich. Betriebshandbuch. Ach so. Signalanlage. Das Signalsystem ist eine. Okay. Geht zum Maschinenraum, stellen den Hebel Richtung Signalstation auf die Position vorwärts. Ja. Schaltet Signalanlage auf dem Panel ein. Haben wir. Schaltet die Aufmerksamkeitskontrolle ein. Haben wir. Okay. Ha. Vielleicht jetzt? Nee. Oh Gott. Ah, jetzt ist es wieder da. Sehr gut. So. Hier sind ja eh nur 40 km/h. Dann können wir natürlich jetzt den Haupthebel wieder raussetzen. Können wir gleich mal gucken, dass wir so ganz langsam... Jetzt kriegen wir natürlich irgendwie wieder eine Waffe geschenkt oder ein Messer, aber das haben wir alles schon. So, dann bremsen wir uns mal ganz langsam hier in den Wald rein. Guck mal hier, die Sonne, sie blendet. Ah, jetzt nicht mehr. Geil. Innovationsdinge, also der Mensch hat schon
ist der Beginn einer gefährlichen Stelle. Warum? Ist da ein Bär? Da ist ein Bär. Wäre eventuell da hinten gerade gegen den Zug gerannt? Wir werden sehen. Oh. Upsi. Das war jetzt nicht der Plan. Gehen wir eben gucken. Da liegt der Bär. Der war ganz schön dumm. Er hat sich aber auch provozieren lassen, ne? Er hat sich auch provozieren lassen, der Bär. Selber schuld. Oh. Bärenhaut. Boah, guck mal, wie viel Fleisch hier liegt. Wird das schlecht? Obwohl bei den Temperaturen, die in unserer Jacke herrschen, könnte es auf jeden Fall sehr lange frisch bleiben. Bärenfleisch, das Bärenfleisch, ja, das macht den Bären reich. So, dann latschen wir mal zu Victor. Das ist natürlich jetzt ein weites Stück, aber vielleicht haben wir Glück und finden unterwegs. Warte, wir können auch hier gleich noch einen Blumenkohl essen. Vielleicht finden wir unterwegs noch ein hübsches Geweih oder so für den alten Victor. Oder für den anderen Typen da, der Chef der Organisation hätte gerne, er mag wohl irgendwie Geweihe sehen. Dann soll er die kriegen. Hauptsache uns fährt keiner in den Zug rein. Aber meine Fehleranalyse hat es dann wieder gebracht. Jetzt haben wir wieder Signale, das ist doch schon mal ganz geil. Alter. So, kann ich das alles umsonst nehmen? Alter, eine Kalaschnikow mit Zielfernrohr. Geil. Den Kopf des Hirsches bekommen. Wir haben so viel Munition dafür, ne? Da ist einer. Mehr. Boom, easy. Hier laufen ja so viele rum, Alter. Na, der rennt jetzt weg. Naja. Aber da so ein Hirschi. Boom, Ende Gelände. Wie viele Hirsche braucht er? 10? One shot, one Hirsch. Zack. Ja, wenn du der beste Hirschkopf-Dekorateur bist in der Stadt und die Leute schon über dich reden, oder was?
So, siehst du, aber guck mal, bei den Temperaturen ist auch gut, da geht ja auch kein Tröpfchen in die Hose, ne? Wenn das Tröpfchen rauskommt, dann ist schon... Ist irgendwie voll laut hier, ne? Feldgenerator. Mach das jetzt aus, weil es ist eh nicht verfügbar. So, und jetzt gehen wir Gas. Okay, dauert ein bisschen länger, weil... Wir haben natürlich eine fiese Ladung, ne? Wir haben natürlich eine fiese Ladung hinten drin. Eine richtig dicke, fette Ladung hinten drin. So. Moschkowo sind noch 6 Kilometer. Aber wisst ihr was, ich mache jetzt erstmal eine kleine... Ich mache jetzt eine Kohlpause. Und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, würde ich sagen. Ich bedanke mich an dieser Stelle. Öffne auf euch noch ein leckeres Bierchen, weil wir haben schon wieder Durst. Ne, die gefährliche Stelle, da fahren wir jetzt so durch und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Macht's gut, bis dahin. Vielen Dank für den Support, reingehauen und hirschkopf für alle.de, beste Internetseite. Macht's gut, ciao, tüdelü.